Ja, hoi Katrin, guten Morgen, da ist die Valentina. Hoi! Brauchst du einen Friseur? Unbedingt, okay. Wenn man von dem Virus gehört hat, dann ist es ja gar nicht ernst genommen. Aber ich muss sagen, die letzten Tage, wo wir hier im Salon gearbeitet haben, vor der Schließung, waren nicht mehr fein. Also die Leute haben Angst gehabt, sie haben nicht kommen gekannt, weil sie von anderen Gemeinden waren. Und dann haben wir uns ja freiwillig entschlossen, zuzutieren im Salon, weil es einfach nicht mehr tragbar war, so zu arbeiten. Dann war halt das Ungewisse. Wie lange wird das dauern? Können wir auf Ostern aufmachen? Danach ist die Erstkommunion, man hatte ja schon sehr viele Kunden gebucht. Können wir da arbeiten? Es war immer das Ungewisse, wann dürfen wir wieder? Es war aber auch eine gute Zeit zum Überlegen, was will ich, was ist das Leben. Es war schon ein wichtiger Zeitabschnitt da. Weil ich die Auflagen gelesen habe oder gehört habe, was man da alles muss machen, dann habe ich schon gedacht, ich schmeiße alles hin. Und ja, eigentlich schon, die Frau hilft mir viel. Ja. Und die Kunden, ja. Die Kunden fragen, wann ich wieder aufmache und so. Ja. Wir müssen jetzt jeden Kunden, der zu uns in Betrieb kommt, im Salon, müssen wir Fieber messen. Also wir müssen das an die Stirn halten und wenn der Kunde 37,5 hat, darf er eintreten und wenn er ab 37,5 müssen wir den Kunde leider wieder verschicken. Wir sind auch froh, dass wir wieder unsere Leute schön machen können. Wir werden vielleicht interessanterweise ein paar Verschnittene treffen, ein paar Falschgefärbte, aber wir sind da und machen alles wieder gut danach. Wir sind ganz, ganz froh anzufangen, aber ich muss schon sagen, ich bin auch wirklich ein bisschen nervös. Ich habe Angst, dass das in Salz zu viel wird, aber das werden wir schon schaffen. Es ist schon ein neuer Start, also ein totaler neuer Start, weil es ist eine ganz andere Art zu arbeiten.